Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Der Februar ist fast vorüber und es sind ganz, ganz, ganz viele tolle Neuerscheinungen für den März angekündigt. Und ja, natürlich ist es oft so, dass es in den beiden Buchmesse-Monaten ganz, ganz viele Neuerscheinungen gibt. Und ich habe gar nicht so viel suchen müssen, um auf, ich glaube, knapp 8 oder 10 Bücher zu kommen, die ich euch heute auch einfach mal vorstellen möchte. Welche Bücher ich spannend finde, warum, und dann werdet ihr ja voraussichtlich in den Neuzugängen, ja, März, April, dann sehen, welche Bücher auch bei mir eingezogen sind. Ja, ich habe hier mein Tablet stehen, um so ein bisschen euch auch die Klappentexte präsentieren zu können. Es sind wirklich einige Bücher dabei und vor allem sind auch schon so ein paar gemütliche, cozy Bücher dabei, die so Frühling rufen, wo ich weiß, da freue ich mich jetzt schon, sie auch als Hörbuch zu hören. Alle Bücher packe ich euch unten in die Infobox. Würde ich mich freuen, wenn ihr da einfach mal mit vorbeischaut und natürlich auch, wenn ihr mir eure spannenden Neuerscheinungen, die hier jetzt vielleicht irgendwie gefehlt haben oder ihr sagt, das könnte doch was sein, einfach mal in die Kommentare schreibt. Ja, wir starten mit Die Glücksbäckerei am Meer von Emma Jakobsen, was ich mir als Hörbuch notiert habe, gesprochen von Ann Vielhaben, und ich hier sehr gespannt bin, ja, ob dieses Cozy Buch dann das auch halten kann, was es verspricht. Ja, wir sind beim Backen und da ist Rieke wirklich glücklich und vergisst, dass sie sich selbst eigentlich nichts zutraut. Mit Herzenslust kreiert sie zart schmelzende Macarons, Zimtschnecken mit köstlicher Glasur oder Limettenküchlein mit Bisee-Haube. Ihren Traum zu leben und auf Norderney ein kleines Café zu eröffnen, würde sie niemals wagen. Doch dann trennt sich Rieke von ihrem Freund nach einem bösen Streit und zieht freiwillig aus der Eigentumswohnung aus. Keinen weiteren Tag will sie mit diesem Egoisten verbringen. Aber ohne Dach über dem Kopf ist guter Rat teuer. Doch zum Glück kann sie fürs Erste bei dem charmanten Camper Jannis unterkommen, der wegen eines gebrochenen Fußes Hilfe benötigt und im Austausch dafür einen Schlafplatz in seinem alten Van anbietet. Bei langen Gesprächen mit Blick aufs abendliche Meer kommen sich die beiden näher und Jannis bestärkt Rieke mit ihrem Traum. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht diese eine Sache, mit der Jannis Riekes Leben erneut auf den Kopf stellt. Und ich finde, das klingt richtig schön. Ich mag es tatsächlich sehr gerne, wenn Leute diese Leidenschaft backen, kochen haben in Büchern, weil ich mich gerade so im Backen auch ein bisschen wiederfinde, wenn vielleicht auch nicht so exzessiv wie hier die Protagonistin. Aber ich finde es schön, diesen Traum zu haben, man vielleicht anfangs tatsächlich sich das gar nicht zutraut und dann über sich hinaus wächst. Ich mag solche Romane sehr gerne und finde es auch schön, dass es hier so in Richtung Norderney geht, wir ein bisschen am Meer sind und mal gucken, wo uns die Autorin dann hinführt. Das nächste Buch ist ein zweiter Teil und zwar Liebeschaos im Leuchtturm, Liebe Leuchtturm und 4 Pfoten von Karin Könige. Da habe ich, glaube ich, im Januar oder war es noch Dezember, ich bin mir nicht mehr sicher, den ersten Band gelesen. Da ging es ja um ein Häschen in diesem Leuchtturm und zwei Charaktere, die sich dort im Grunde gefunden haben. Eine Weihnachtsmüffelin und einer, der einfach jetzt mal Weihnachten von all den Jahren nachholen wollte. Und hier treffen wir wieder auf den Leuchtturm und die Umgebung, aber zwei ganz andere Charaktere. Nämlich auf Jessica, die zum x-ten Mal auf einen Kerl reingefallen ist, der sich nur mit ihrem Äußeren schmücken wollte. Bevor sie vor Wut zur Schere greifen und ihre blonde Mähne absäbeln kann, verordnet ihr eine Freundin eine Auszeit in einer abgeschiedenen Leuchtturmwohnung. Als Jessica dick eingepackt am Strand spazieren geht, begegnet sie Arne, der seine Katze Tiki sucht. Sie bleiben telefonisch in Kontakt und Jessica fühlt sich immer mehr zu Arne hingezogen. Als er Jessica vor ihrem zweiten Treffen verrät, dass er aufgetakelte Frauen nicht mag, gerät sie in Panik. Ein Date ohne Minikleid und Lockenpracht? Was kann sie einem spannenden Mann wie Arne überhaupt bieten? Katze Tiki verfolgt währenddessen ganz eigene Pläne. Und ja, wir kennen natürlich schon den Strand, wir kennen die Leuchtturmwohnung und wahrscheinlich treffen wir auf den ein oder anderen Nachbarn, den wir auch schon aus Band 1 sozusagen kennengelernt haben. Ich finde hier die Mischung auch wieder ganz spannend, dass sich natürlich so ein bisschen Gegensätze ziehen sich an. Und ich bin gespannt, wie sie so ihren Eindruck, den sie wahrscheinlich von sich selbst hat, vielleicht über Bord wirft und sagt, vielleicht kann ich tatsächlich endlich ich sein und nicht mehr diese Verkleidete. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Auch dieses Buch möchte ich sehr gerne hören. So habe ich es beim ersten auch gehandhabt. Hat mir sehr gut gefallen.
Am 12. März kommt dann das kleine Weingut in Frankreich von Julie Kaplan. Das ist der 10. Teil der Romantic Escapes-Reihe. Und was soll ich sagen, ich habe sie alle gehört. Und ich freue mich auch auf den 10. Band, der uns nach Frankreich führt. Ich glaube, wir waren schon einmal in Paris, wenn ich mich recht erinnere. Und diesmal geht es eben nach Frankreich. Jetzt bin ich nicht so die Weintrinkerin, aber ich glaube, so ein Weingut kann tatsächlich eine ganz schöne Umgebung sein. Und ich glaube, es ist sogar schon ein 11. Roman angekündigt. Ich habe aber gerade vergessen, wo es hingeht. War Schottland? Waren wir das letzte Mal in Schottland? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber es geht in dieser Reihe auf jeden Fall weiter. Auch das werde ich auf jeden Fall hören. Und ich glaube, bei den letzten 2 oder 3 Büchern der Reihe war es auch so, dass sie zuerst exklusiv bei BookBeat herausgekommen sind und dann, ich glaube, nach 3, 4 Monaten auch bei Audible erhältlich waren. Ja, die junge Eventmanagerin Hetty braucht dringend neue Inspiration. Denn mit gebrochenem Herzen und dem Kopf voller Sorgen lassen sich keine fröhlichen Feste organisieren. Als ich ihr die Möglichkeit biete, den Sommer über in Frankreich zu arbeiten, packt sie ihre Koffer schneller als ein Sektkorken knallen kann. Auf einem wunderschönen Weingut in der Champagne soll sie eine große Hochzeit planen. Außerdem freut sie sich auf neue kulinarische Highlights und sommerliche Ausflüge. Mit einem romantischen Abenteuer rechnet Hetty nicht. Doch dann begegnet sie dem Sohn der Winzerfamilie. Luke ist sehr charmant und er plant, mit seinen Reben erstmals wieder Champagner zu produzieren. Aber das Weingut für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, hält er für keine gute Idee. Hetty muss sich mächtig ins Zeug legen, um ihn zu überzeugen, und zwar nicht nur von ihren Ideen. Ja, wir sind auf einem Weingut, französische Köstlichkeiten. Ich glaube, dass das richtig schön sein wird. Mich stört so ein bisschen dieser Alkoholeinschlag. Also so vermutlich wird da sehr viel getrunken und das auch für gut befunden und für ganz normal und alltäglich, für das, was ich eigentlich nicht halte. Aber ich hoffe, dass der Alkohol nicht so in den Vordergrund rückt, sondern wirklich die Umgebung, Frankreich und auch wieder das Zwischenmenschliche. Das ist Julie Kaplan in der Regel ja immer sehr, sehr, sehr gut gelungen. Am 13. März gibt es ein Buch, was, glaube ich, eher so ein Buch ist, was man sich schenken lässt oder auch beschenkt. Und zwar Ich bin so froh, dass es dich gibt von M.H. Clarke. Und das ist ein einfühlsames Loblied auf die Freundschaft. Und zwar erinnert mich die Aufmachung des Buches so ein bisschen an großer Panda, kleiner Drache, an der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Und ich habe das jetzt auch letztens so in der Art was vom Dalai Lama gelesen. Und ich glaube, dass das auch wirklich in diese Richtung reingeht. Es soll das perfekte Geschenk sein für alle Menschen, die einem wichtig sind. Und wir haben hier der Fuchs und das Eichhörnchen, die beste Freunde sind. Und wenn sie zusammen sind, ist jeder Tag wunderschön. Sie spazieren durch den Wald, picknicken, hüpfen über Seerosen und fangen Glühwürmchen. Gemeinsam ist die Welt hell und bunt. Ihre Freundschaft ist das größte Geschenk. Ein zu Herzen gehendes Buch, voller Nostalgie und Zuversicht, wunderschön und liebevoll illustriert. Und genau das ist natürlich das, was mich hier auch angesprochen hat. Und ich freue mich da auf jeden Fall aufs Entdecken. Und dass diese erwachseneren Bilderbücher sind ja wirklich Bücher, die mir sehr ans Herz gehen, weil ich wirklich mit dieser Optik ganz viel noch in meinem Kopf nachgeneriere, was die Geschichte alleine vielleicht gar nicht könnte. Und in der Regel haben diese Geschichten auch sehr schöne Zitate und Weisheiten und sodass man eben auch öfter darin blättern kann. Dann kommt endlich der neue Jugendroman von Adriana Popescu am 13. März. Und zwar Der Sommer, als wir träumen lernten. Es ist ein Coming-of-Age-Roman, der mitten ins Herz trifft. Und ich freue mich einfach sehr drauf. Ich habe alle Jugendbücher von Adriana gelesen und ich glaube, beim letzten war ich so ein bisschen kritischer. so ein Hauch, dass ich gesagt habe, es sind mir zu viele Themen. Und Adriana meinte schon, es könnte in unserem Livestream, den packe ich euch auch mal gerne unten in die Infobox, wenn ihr den nicht gesehen haben solltet, hat sie auch gesagt, auch in diesem Buch sind sehr viele Jugendthemen verpackt. Es könnte sein, dass es mir auch wieder zu viel ist. Ich bin aber mal gespannt und lasse mich natürlich drauf ein. Wir haben Leo, Grete, Alex und Janis und die haben schon mal eins gemeinsam, ihre Familien hielten es einfach nicht mehr aus mit ihnen, weshalb sie auf ein Therapiecamp geschickt haben. Die schwedischen Wälder sind zwar nicht gerade die Wüste, aber Verband
und verraten fühlen sie sich trotzdem. Alex hasst es, ohne ihre Freunde zu sein. Aber wenn es sein muss, ist sie eben ein One-Girl, eine One-Girl-Gang. Perfektes Opfer ist Grete mit den schicken Klamotten, die garantiert das erste Mal von Mami weg ist. Für Jannis ist das Camp die letzte Chance. Also macht er genau das, was er immer macht, aber nie soll. Er schlägt um sich. Und Typen wie Jannis geht der introvertierte Leo normalerweise aus dem Weg, aber seit sie ihn in diesem bekloppten Camp auf kalten Digitalentzug gesetzt haben, ist er selbst kurz vorm Ausflippen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese vier Charaktere, die ja sehr unterschiedlich wirken, aber natürlich schon eine gewisse Gemeinsamkeit haben, auf diesen Roadtrip, auf diesem Camp in Schweden, mitten in der Wildnis, wie die zurechtkommen. Und bei diesem Schweden muss ich direkt auch so ein bisschen an Seven vs. Wild denken. Die erste Staffel war ja, glaube ich, in Schweden und ich stelle mir da wirklich so diese unbefleckte Natur vor und wie diese vier Jugendlichen in diesem Camp irgendwie zusammenfinden und ja, hoffe, dass mich die Geschichte auch wieder sehr, sehr gut unterhalten kann. Dann kommt ein neues Buch von Christina Henry und zwar auch am 13. März, Böse Mädchen sterben nicht und da heißt es, wer sich in dieser Geschichte verliert, stirbt. Der brandneue Horror-Thriller der Spiegel-Bestseller-Autorin Christina Henry. Christina Henry hat ja bisher immer so Märchenadaptionen sehr umgewandelt, Geschichten weitererzählt. Die von Alice fand ich besonders gelungen, auch die rund um Peter Pan fand ich gut. Ich glaube, mit dem Rotkäppchen bin ich nicht so zurechtgekommen. Auch die Meerjungfrau hat mir, soweit ich weiß, nicht gefallen. Aber hier bin ich sehr gespannt, denn es geht hier jetzt mal weg von diesen Märchenadaptionen. Drei Frauen, drei Stories und ein albtraumhafter Plan. Celia wacht in einem Haus auf, das nicht ihr eigenes ist. Dennoch behauptet ein ihr unbekanntes kleines Mädchen, ihre Tochter zu sein. Und da ist dann noch der unheimliche Kerl, der so tut, als wäre er Celias Ehemann. Ellie wollte eigentlich einen Wochenendausflug mit Freunden machen. Doch landet sie in einer abgelegenen Hütte im Wald, wo ein Szenario aus einem Horrorschocker sie erwartet. Um zu ihrer Tochter zurückzukehren, muss Maggie in einem tödlichen Spiel um ihr Leben kämpfen. Was ist stärker, ihr Gewissen oder ihr Überlebensinstinkt? Und mich hat das total gefesselt. Wir haben hier drei Frauen, drei ganz unterschiedliche Herangehensweise an Horror, an Schocker, an was sie für Aufgaben erfüllen muss, wie sie wahrscheinlich auch daran gehen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass ich hier ein paar Stimmen wahrscheinlich abwarten werde, ob das Buch bei mir einziehen wird oder nicht. Weil grundsätzlich würde ich schon sagen, kann Horror, Brutalität und blutig durchaus von Christina Henry kommen. Das fand ich auch sehr gelungen in der Alice-Reihe. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht zu brutal sein könnte. Und ich glaube, das würde ich gern erst vorher so ein bisschen durch zwei, drei Rezensionen mir dann anhören. Am 20. März kommt von Robin Hill Strom, das dunkle Erwachen. So atmosphärisch wie Dune, so visionär wie Mortal Engines, ein außergewöhnlicher Fantasy-Roman zum Trendthema künstliche Intelligenz. Bei Dune würde ich jetzt ja von künstlicher Intelligenz ganz weit weggehen. Das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Aber Dune, da kommt ja dann auch Ende Februar, also ja, jetzt ist ja noch kurz vor, aber ab 29. Februar kommt der zweite Teil, da freue ich mich mega drauf. Und Mortal Engines, da fand ich auch den ersten Teil tatsächlich ganz gelungen. Und das hat mich natürlich schon angesprochen. Und künstliche Intelligenz ist schon so ein Thema, wovor ich sehr viel Respekt habe. Keine Angst, ich fürchte da auch nicht um irgendwas, aber es ist natürlich schon, wie weit treibt man das alles, ne? Und das klingt hier in Strom auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Die Welt, in der Viora aufwächst, ist ein Albtraum aus Sand, Fels und einer alles versengenden Sonne. Das erinnert natürlich an Dune. Doch schlimmer ist der Hass, welcher der jungen Frau entgegenschlägt. Denn ein dunkles Geheimnis umhüllt Fioras Herkunft. Im Schatten ihrer Halbschwester Mara versucht sie sich zu beweisen und lässt sich von Meister Konstantin, dem einzigen Gelehrten der Stadt, ausbilden. Doch der Meister ist nicht, wer er zu sein scheint. Die Energie, die durch ihn fließt, ist machtvoll genug, die Welt in Asche zu legen. Fiora muss herausfinden, wer sie wirklich ist, weil mehr als nur ihr eigenes Schicksal steht auf dem Spiel. Klingt schon gut. Also hat mich echt sehr, sehr angesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur der Auftakt einer Reihe ist oder ob das ein Einzelband ist. Das klang für mich aber wirklich sehr interessant. Und allein wieder so einen Wüstenplaneten zu haben und ihr Geheimnis könnte ja durchaus dieser KI-Aspekt sein, da bin ich sehr, sehr gespannt. Dann kommt der Auftakt einer scheinbaren Dilogie. Zumindest ist der zweite Teil auch schon angekündigt. Und zwar
Isle of Mule, ein schottischer Buchladen zum Verlieben von Emma Bishop, erscheint am 27. März. Und der zweite Teil ist auch schon für September angekündigt. Ich konnte jetzt aber noch nicht erkennen, ob es mehr Teile gibt oder wie die Teile dann auch zusammenhängen. Kleinstadt-Idyll in Schottland und das Glück der großen Liebe, der erste Band der Isle of Mule-Reihe. Hier findet man wilde, unberührte Natur, schroffe Klippen, blühende Heiden und frei laufende Tiere. Und in Tobermory leuchten die Häuser in allen Farben des Regenbogens. Kein Wunder also, dass es für Alison, Hayley und Lynn keinen schöneren Ort gibt. Hier, wo die schottische See den Rhythmus der Herzen bestimmt, wie schön ist das beschrieben, betreibt jede der drei Freundinnen einen eigenen Laden. Als eines Tages der gut aussehende Jamie Pearson auf der Insel auftaucht, ist die Aufregung groß. Der alleinerziehende Vater ist in seine Heimat zurückgekehrt, um die Farm seiner Eltern zu übernehmen. Prompt verirrt er sich in Allisons Buchladen und in ihr Herz. Doch was hat Jamie zu verbergen? Haben Alice Freundinnen recht, sie vor ihm zu warnen? Die Magie von Freundschaft und gefühlvoller Romantik auf der malerischen Isle of Mule, Sehnsuchtsort für alle mit Fernweh. Und für mich klingt das auch richtig, richtig toll. Jetzt bin ich vielleicht nicht der größte Schottland-Fan, mag aber Bücher grundsätzlich sehr gerne, die in dieser Richtung spielen und bin dementsprechend hier auf jeden Fall sehr angetan. Und zudem natürlich auch toll, dass es zumindest schon den zweiten Band gibt. Ja, vielleicht muss man mal in den Klappentext reinschauen vom zweiten, ob es dann vielleicht sogar einen dritten gibt, dass es sich um diese drei Freundinnen spinnt. Aber das, weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Und das letzte Buch, was ich euch vorstelle, erscheint dann am 28. März, ist ebenfalls der Auftakt einer Dilogie, zumindest auch hier der zweite Teil angekündigt, und zwar A Spark of Time, Rendezvous auf der Titanic von Kira Licht. Und der zweite Teil ist für Ende Oktober angekündigt und dementsprechend war es meine Vermutung, dass es dann auch bei einer Dilogie bleibt. Und wir haben hier Zeitreise und ich habe das Cover gesehen, den Titel Kira Licht gesehen und dann auch irgendwie Rendezvous auf der Titanic und dachte, ja Steffi, das musst du dir näher anschauen. Denn Lily de Grey und ihr Vater sind bekannt dafür, dass sie in ihrem Antiquariat die verschollensten Gegenstände wieder auftreiben können. Nur, dass sie dafür durch die Zeit reisen, ist ihr Geheimnis. Als ein Ehepaar nach einer Kette sucht, führen alle Spuren auf die Titanic. Ein gefährlicher Auftrag, der jedoch alle Geldsorgen der Familie lösen könnte. Also reist Lily ins Jahr 1912 zurück und gibt sich als Dienstmädchen einer Gräfin aus. Dort trifft sie auf Ray, einen Passagier der ersten Klasse, der unerwartete Gefühle in ihr auslöst. Mit dem drohenden Untergang der Titanic muss Lily plötzlich eine Entscheidung treffen. Hält sie sich an den Kodex der Zeitreisenden oder rettet sie Rays Leben? Und ich frage mich so ein bisschen, warum diese Familie Geldsorgen hat. Also wenn ich hier ein Antiquariat habe und alles auftreiben kann, was jemand sucht, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die Familie rund um Lily de Grey Geldsorgen haben müsste. Ich bin gespannt, ob das erklärt wird, weil es ja heißt, damit die Geldsorgen verschwinden, muss sie eben diesen Auftrag annehmen und muss auf die Titanic. Und dann bin ich natürlich gespannt, man kann es natürlich sagen, es wird auf eine Liebesgeschichte hingehen und dann stellt sich natürlich ihr die Frage, rettet sie ihn, rettet sie die ganze Titanic, schreibt sie die Zeit um, was auch immer. Bin natürlich schon gespannt, in welche Richtung es geht. Also welchen Kodex ist sie da, auf den sie sich da beruft oder eben auch nicht. Und ich liebe einfach Zeitreisen. Ich bin gespannt, was die Spannungsstrecke sein wird in dem Roman, wenn es eine Dilogie ist. Ob es bei dem einen Fall sozusagen bleibt oder ob vielleicht es verschiedene Fälle jetzt irgendwie geben wird. A Spark of Time. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und das waren sie jetzt. Ich habe gar nicht gezählt. 2, 4... 9. 9 Bücher, die ich spannend finde für den März. Wobei es kommt, glaube ich, noch der dritte Teil von Mira Valentin, Minen der Macht, heraus und noch irgendeine Fortsetzung, die ich weggelassen habe, weil ich da, glaube ich, den ersten Teil noch nicht gelesen habe, aber dachte, ach ja, da kommt ja schon der zweite. Ja, so ist das manchmal. Und ansonsten versuche ich ja immer hier eher so rein Auftakte zu besprechen, außer jetzt bei dem Leuchtturm, weil das natürlich trotzdem eine unabhängige Geschichte sozusagen ist. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr meine gefundenen Neuerscheinungen findet. Schreibt das super gerne mal in die Kommentare.
Kommentare, was euch da jetzt angesprochen hat und natürlich auch, welches Buch euch im März jetzt irgendwie anspricht. Das fände ich auf jeden Fall auch super, super spannend. Ich freue mich auf all die Bücher. Ich muss mich, glaube ich, im März sehr zurücknehmen, damit nicht gleich alle neuen irgendwie nach und nach bei mir einziehen. Wird wahrscheinlich schwierig. Ja, das ist so der erste Monat, wo ja wirklich so viele Neuerscheinungen da sind, die ich spannend finde. Ich glaube, der Januar war noch ganz ruhig. Ich glaube, da waren nur 3 Bücher auf der Wunschliste. Ich glaube, im Februar waren es auch nur so eine Handvoll. Ja, ich bin sehr gespannt, was einzieht, wie mir die Geschichten dann gefallen werden. Freue mich da auf jeden Fall aufs Lesen und Hören. Aber dazu müssen Sie dann natürlich auch erstmal einziehen. Also ja, lasst uns gerne in den Austausch gehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.